Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks. Ich möchte euch heute zeigen, wie man mit Canva ein KI-generiertes Bild erstellen kann. Das Ganze funktioniert sehr einfach, allerdings mit einer Einschränkung. Es funktioniert nur mit der Bezahlversion. Wenn ihr Canva noch nicht besucht habt, beziehungsweise ihr euch noch nicht angemeldet habt, ist es kein Problem. Ihr habt, glaube ich, 30, 40 Tage so einen Probezeitraum. Aber ich verspreche euch eins, ihr wollt es dann nicht mehr missen, dieses Programm. Ihr werdet dann wahrscheinlich, so wie ich, diese 13, 14 Euro im Monat bezahlen. Es ist ein geniales Programm online, mit dem man irrsinnig viel machen kann. Zuerst müsst ihr, wenn ihr euch auf Canva angemeldet habt, das geht ruckzuck, zum Beispiel, wenn ihr ein Google-Konto habt, könnt ihr euch hier anmelden und dann habe ich hier auf Startseite einfach ein Design erstellen, zum Beispiel ein T-Shirt, und dann gehe ich hier unten auf Apps und schreibe hier rein Text zu Bild. Und dann habt ihr wahrscheinlich dieses Zeichen als erstes und da tippt ihr mal drauf. Zack, und dann habt ihr das unter den Fotos im Normalfall bereits stehen. Dann kann ich dann da drauf tippen. Hier, wenn ihr soweit seid, könnt ihr hier eingeben, zum Beispiel im Schnee auf einem Berg mit Sonnen. Schreibe ich da vorne dazu. Huhn mit Sonnenbrille. Und dann probieren wir das Ganze aus. Da tippe ich einmal Film. Und ein Quadratfoto, Bild erstellen. Dann schauen wir mal, was hier rauskommt. Zum Beispiel das. Ist zwar jetzt keine Sonnenbrille, aber eine Skibrille. Ist auch nicht schlecht. Also ich finde es einfach genial, wie die KI hier ein Bild erstellt. Könnte man jetzt als Vorlage für ein zum Beispiel T-Shirt verwenden und so weiter und so fort. Also in wenigen Schritten, in wenigen Sekunden habt ihr einfach ein Bild erstellt. Und ich muss echt sagen, ich bin begeistert von dieser KI von Canva. Es ist jetzt nicht ganz billig, wenn man das jetzt hochrechnet, zwischen 13 und 14 Euro im Monat. Aber man kann damit so viel machen. Man kann hier einen Lebenslauf schreiben. Man kann hier die Thumbnails für seine YouTube-Videos gestalten. Und wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen habe können, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo umso mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba, Servus und auf Wiedersehen.